Moin, liebe Angelfreunde, da bin ich wieder. Heute ist der 31.07. Und es ist früh am Morgen, noch keine 8 Uhr. Das heißt früh, für uns ist das ja schon fast spät. Eigentlich hatte ich vor, gestern mit noch einem weiteren Kumpel im Kajak auf die Ostsee zu fahren. Aber der angekündigte milde Wind und die 0 cm Welle waren am Ende doch real 4. Das heißt, es waren wieder Schaumkronen draußen zu sehen. Und wir haben es dann doch vorgezogen, nicht angeln zu fahren. Aus Sicherheitsgründen. Mit dem Kajak ist zwar einiges möglich, aber es macht auch einfach keinen Spaß, bei dicken Wellen durch die Gegend zu schaukeln und somit keine richtige Köderkontrolle mehr zu haben. Ja, Boot aufgerüstet gelassen, heute Morgen rausgeschaut. Heute sollte mehr Wind sein. Und was haben wir? Beste Bedingungen. Deswegen jetzt noch mal schnell raus, bevor sich das hier mal wieder flott ändert. Ja, und so fahre ich jetzt wieder raus zu meinen Plattenstellen. Guck, ob ich ein paar Fische bekomme. Köder heute, eingesalzene Würmer, die ich eigentlich gestern frisch nutzen wollte. Die lagen dann die Nacht über im Salzbett. Haben also schon ein bisschen was von ihrer Flüssigkeit verloren. Sind etwas fester, werden dadurch auch ein bisschen besser am Haken halten. Und als Plan B dann wieder mal so 6 große eingefrorene Garnelen, mit denen wir eigentlich auch ganz gut Erfolg hatten. So, jetzt heißt es mal wieder schön gemütlich rausschleppen. Eine Route mit kleinen Wobbler, flach laufen, so ungefähr 80 cm. Und Springerfliege davor. Und die zweite Route habe ich mal ein bisschen geändert. Da das Wasser auch immer wärmer wird, habe ich dort einen etwas schwereren Blinker dran. Und vor dem Blinker ein einfaches Heringsvorfach mit etwas größeren Haken. Denn vielleicht tummeln sich ja doch schon ein paar Makrelen hier rum. Und die gehen halt gerne auf Heringsvorfächer. So fische ich dann auch draußen weiter. Da wird nur unten der Blinker ausgehängt und die Flunderwunde bzw. Eigenbausystem wird eingehängt und dann angle ich damit ganz normal auf Plattfische. Und selbst da kommt ab und zu mal ein Schwarm Makrelen kurz über dem Grund rum, kann dann auch mal hängen bleiben. Auch Heringe hatte ich schon draußen. Also immer für eine Überraschung gut und scheint die Plattfische nicht zu stören. Wenn dann tatsächlich mal komische Bisse kommen und man denkt, okay, können Makrelen sein, kann man diese Montage auch mal im Mittelwasser einfach hängen lassen. Ein bisschen Bewegung auf dem Boot, das reicht, dass es mal schaukelt. Und schon können die Makrelen gereizt werden. Genauso, wenn richtig schön Flaute ist, meistens ist dann so gegen Abend eine ganz gute Makrelenzeit, dann sieht man auch schon mal so teppichweise was rauben. So kleine Fische durch die Gegend spritzen. Und da kann man auch schön langsam mit dem Kajak ranfahren und dann so ein Heringsvorfach mit einem Blinker dahinter kurz unter der Oberfläche einmal lang führen und dann kann man tatsächlich auch noch mal die eine oder andere Makrele rauspflücken. Aber bis jetzt habe ich noch nicht von Fängen in der Ecke gehört. Warten wir mal ab, was passiert. Jetzt heißt es erstmal rausfahren. Auf der Strecke hier noch mal auf eine Meerforelle hoffen. Ja. Und dann auch Plattfische, ne? Noch mit meinem Käppi. Ich glaube, nachher muss ich mich wieder umrüsten auf den Schlapphut. Dick eingecremt habe ich mich. Kann also losgehen. Ihr seht bei mir auch immer, selbst bei solchen Bedingungen, immer eine Rettungsweste dabei, beziehungsweise Schwimmweste. Ich bin selber immer mit dem Boot verbunden. Sollte ich mal kentern, kann mir nicht passieren, dass das Boot von mir wegtreibt und ich komme nicht mehr rangeschwommen. Also ich bin immer verbunden mit so einer Rettungsleine. Genauso immer. Der Tretantrieb ist mit einer Leine am Boot gesichert. Und auch mein Paddel ist mit einer Leine am Boot gesichert. Das heißt, sollte ich mal kentern auf irgendeinem Grunde, bin ich zum Glück noch nie. Die Boote sind unsinkbar. Die kann man auch im Wasser wieder umdrehen. Dann wieder aufsteigen und weiter geht's.
Ansonsten Angelrouten und sowas befestige ich nicht extra, habe ich auch schon mal in Videos gesagt. Denn wenn ich mal kentern sollte, habe ich keine Lust, in irgendein Bündel von Schnüren zu hängen. Und bis jetzt ist mir auch noch keine Route über Bord gegangen. Und wenn natürlich mal Tag X kommt und ich sollte tatsächlich mal kentern, dann ist mir mein Leben wichtiger als die Angelrouten. Die kann man ersetzen, das Leben nicht. Wie gesagt, im Sommer alles noch total easy. Da ist Badewetter angesagt. Ich fahre auch im Winter raus. Dann immer grundsätzlich mit einem Trockenanzug. Und wenn man dann in so eine 4-5 Grad kalte Ostsee reinfällt, dann muss das ziemlich schnell gehen. Und man muss trocken dabei bleiben. Gut, das war's erstmal. Wenn ich draußen angekommen bin, melde ich mich zurück und hoffentlich mit Fisch. Der erste zaghafte Biss ist da. Ansonsten dümpel ich hier schon so 5 Minuten lang ohne einen weiteren Biss. Hab schon gedacht, das wird heute gar nicht mein Tag. Aber jetzt scheinen die ersten Fische die Witterung aufgenommen zu haben. Schauen, wie sich das entwickelt. Und hoffen wir mal, dass die Größen entsprechend größer werden hier. Was ich am unteren Haken gerade sehe, ist Kraut. Der hat den Haken oberhalb des Flunderwunders genommen. Mein Wurm kann ich auch noch retten. Ja, für mich heißt es gleich eine andere Stelle suchen. Denn das ist ein Anzeichen, dass ich hier ein bisschen falsch bin. Bin ich direkt zu meiner gemarkerten Stelle gefahren, sondern ein bisschen weiter weg. Um dann mit der Drift darüber geführt zu werden, aber das war wohl doch die falsche Entscheidung, weil ich jetzt über Kraut hänge und somit sind dann ziemlich schnell alle Köder mit Kraut übersät. Also fahre ich gleich direkt zu der Stelle. Jetzt merkt man auch schon wieder ganz leicht, dass der Wind zunimmt. Also gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Wind immer im Auge behalten. Hier mache ich jetzt das Flunderwunder wieder runter. Ja, auch hier an diesen Garnelenhaken merkt man schon, da hängt noch Kraut mit dran. Hier an diese Montage kommt jetzt wieder ein schwerer Blinker. Und den schleppe ich dann nur mit dieser einen Route hier zum nächsten Platz. Schwerer Snaps kommt dran, 30 Gramm. Und ja, somit habe ich halt für diesen Weg dorthin noch Chancen auf ein paar Makrelen oder einen netten anderen Räuber. So, jetzt bin ich direkt die Plattenstelle angefahren vom letzten Mal, Ruten runtergelassen und sofort einen Biss bekommen. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen schlechter erkennen, weil ich die Sonne im Rücken habe. Ja, wie gesagt, der Wind nimmt jetzt ganz leicht zu. Die Drift wird um einige schneller, das merke ich schon. Schauen wir mal, wie lange wir fischen können. Ich denke mal, so ein paar Blätter werden wir rausbekommen, bevor ich dann eventuell das Angeln sogar einstellen muss. Aber ich denke mal, da bin ich guter Hoffnung, dass wir noch den einen oder anderen Küchenfisch bekommen. Kleinere haben wir schon hier. Also Stelle hier wieder besser.
schauen wir, was noch geht. Ja, die Stelle wieder sehr vielversprechend hier. Wirklich Biss auf Biss, direkt angefahren. Alle Routen zeigen sofort Bisse an. Hier, beste Beweis wieder direkt an einem Flunderwunder. Zwei Plattfische. Also die Stelle läuft. Tja, die Plattfische hier beißen sehr gut. Aber, tja, wieder nicht die gewünschte Größe. Und ihr seht, munter geht's weiter. Ja, auch die Route mit dem Heringspaternoster davor und die war nur mit Garnelen bestückt, hat Plattfisch gebracht. Kleine. Da darf noch mal ein bisschen Wachstum kommen. Ja, ihr seht, hab mal wieder einen Schlapphut auf. Die Sonne wird heftiger. Das ist für die Videos nicht so schön, weil ich sie im Rücken habe, aber ich schaue lieber in die Welle, die kommt. Und dann muss ich leider das Kajak so ausrichten. Ja, Bisse gehen weiter. Die nächste Route hier zeigt auch schon wieder was an. Also wie gesagt, die Stelle hier, die ich mal gemarkert habe, scheint einen guten Bestand aufzuweisen, eine gute Sandbank. Die gilt es jetzt weiter abzufischen. Eventuell, wenn die Bisse weniger werden, dann wieder gegen die Welle noch mal so 80 Meter zurück. Und dann dieselbe Drift nochmal machen. Aber noch sieht das alles ganz gut aus hier. Wenn nur die Größe mitspielen würde. Fisch auf Fisch kommt an Bord. Aber Fisch auf Fisch geht auch wieder über Bord. Bleibt leider bei der Einheitsgröße hier. Zum Glück alle vorne gehakt, oder die meisten zumindest. Die darf sogar den Wattwurm behalten. Und damit so ein bisschen größere Fläche ums Boot herum absuchen, um halt eventuell nicht nur diese Lücken zu erwischen, sondern ein paar größere Raubende ans Boot zu holen hier. Kann ich immer nur wieder erwähnen, glücklicherweise fast alle gut zu lösen und wieder freizulassen. Immer wieder den Grundkontakt spüren, ganz langsam mit der Rute führen. Dann merkt ihr irgendwann das Tocken von den Plattfischen und immer mal wieder anziehen und dann merkt ihr, ob der Plattfisch hängt oder nicht. Groß anhauen braucht ihr nicht. Ich habe die Originalhaken beim Flunderwundern irgendwann mal ausgetauscht gegen feindrähtigere, noch schärfere. Und ja, da hängen sie eigentlich ganz gut, die Fische. Aber wie vorhin beschrieben, die Welle wird mehr. Als ich rausgefahren bin, war ja noch richtig Ententeich. Und
Jetzt nimmt die Welle immer stetiger zu. Schauen wir, wie sich das Ganze entwickelt. Noch alles sehr gut fischbar. Aber wir müssen dann auch schon wieder anfangen, gegen die Drift anzufahren. So, die aktive Route hier hat eine etwas bessere Platte erwischt. Die darf dann auch mit für die Pfanne. So, auch die jetzt kommt, wird besser. Wie gehofft, sind dann auch noch ein paar bessere Platten dabei, die sich den Köder reinpfeifen. Ja, munter geht's weiter. Auch das hier mal ein bisschen länger gewartet. Und es sind wieder zwei Platten dran an einem System. Also hier scheinen wieder einige unterm Boot zu sitzen. So, jetzt noch mal wieder einer, der sich ein bisschen besser anfühlt. Sind zwei. Die obere kann man schon mal mitnehmen. Die untere geht schwimmen. Ja. Die obere auf einen freien Haken oberhalb vom Flunderwunder. Die kleinere direkt unten am Flunderwunder. Wie gesagt, die kleine darf wieder schwimmen. Und die größere kommt auf den Grill. So, jetzt meine Klische. Die hat tatsächlich auch schon Pfannenformat. Auch ein wohlschmeckender Fisch. Man sieht, fast durchsichtig das Teil. Und wird in der Küche zubereitet. Ja, immer wieder mal was etwas Besseres dran. So wie diese hier. Ja, es tut sich was. Aber auch in Sachen Welle. Ich hatte es mir schon fast gedacht. Also dieser Ausflug wird ein bisschen kürzer. So, nächste Platte hier hat sich ein bisschen verdreht. Darf wieder schwimmen. Von der Größe habe ich schon einige. Ja, die Wellen tatsächlich innerhalb kürzester Zeit schon wieder zugenommen. So hatte ich es mir eigentlich auch schon fast gedacht. Deswegen bin ich auch gleich morgens, als es noch einigermaßen ausgesehen hat, rausgefahren. Das, was gut ist, es geht so ein bisschen ablandig. Das heißt, wenn ich gleich zurückfahre, zwar so gegen die Wellen, aber am Strand kann ich sehr gut raus aus dem Wasser, weil da keine Brandungswelle herrscht. Das ist das einzig Positive dabei. Ja, ein bisschen mache ich noch. Wie beschrieben, die Kajak eigentlich sehr, sehr sicher und stabil.
Aber das Angeln macht dann halt nicht mehr so viel Freude, wenn die Drift halt so stark ist. Da ist dann der Spaßfaktor weg. Fisch haben wir immer noch hier. An der anderen Route, da habe ich noch einen abgeschlagenen Fisch dran, den ich noch nicht rausbekommen hatte, weil er ein bisschen tief geschluckt hat. Und hier das nächste Exemplar, was auch schon mitgenommen werden kann.